Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Inklusion betrifft uns an unserer Schule. Heute möchte ich euch kurz erklären, was Inklusion überhaupt ist. Und ich möchte euch zwei Mittel zur Inklusion zeigen. Inklusion heißt, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen. Vielmehr ist die Gesellschaft aufgerufen, Strukturen zu schaffen, die es jedem Menschen, auch den mit Behinderung, ermöglicht, von Anfang an ein wertvoller Teil der Gemeinschaft zu sein. Nun möchte ich euch auch noch zwei Achse-Projekte vorstellen. Und zwar als erstes das Avatar-Projekt. In dem Projekt geht es nicht um blaue Menschen wie in dem berühmten Kinofilm, sondern um kleine weiße Roboter, die im Klassenraum sitzen, um den langzeiterkrankten Schüler zu ersetzen, der den Roboter von zu Hause aus steuert. Der Roboter kann durch eine Kamera, einen Lautsprecher und ein Mikrofon live das Unterrichtsgeschehen an den Schüler zu Hause übertragen. Durch die Augen, also die LEDs, kann der Schüler von zu Hause Emotionen an seine Mitschüler vermitteln. Durch die zwei Motoren, die in den Roboter eingebaut sind, kann er sich um 380 Grad drehen und dadurch seine ganze Umgebung wahrnehmen. Durch die Lichtzeichen kann er sich melden, indem der Roboter Lichtzeichen von sich gibt. Der Avatar soll sich statt eines langzeiterkrankten Schülers, also möglichst normal, in den Unterricht einbringen können. Auch die Schulgesundheitsfachkraft möchte ich euch hier vorstellen. Sie wird auch School Nurse genannt und hat eine zusätzliche medizinische und pädagogische Ausbildung. Sie unterstützt Lehrkräfte und betreut Schüler oder Schülerinnen, wenn das nötig ist. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erstversorgung von Schüler oder Schülerinnen. Auch für Früherkennung, Gesundheitsförderung und Prävention wird die Schulgesundheitsfachkraft benötigt. Der Bundestagspolitiker Erich Ilsdorfer hat sich freundlicherweise für ein Interview bereit erklärt. Halten Sie es für sehr sinnvoll, dass Schüler mit seltenen Erkrankungen mit Schülern ohne seltenen Erkrankungen zusammenarbeiten? Ich denke auf jeden Fall, dass es für beide Seiten einen Mehrwert. Erstens liegt der Mehrwert für die erkrankten Kinder darin, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind und dass man hier sicher keinen Unterschied im Lernerfolg hat. Für diejenigen, die nicht erkrankt sind, glaube ich, bietet es den Mehrwert, dass sie sensibilisiert werden und dass sie sich somit automatisch im Tagesalltag mit erkrankten Menschen auseinandersetzen. Meiner Meinung nach sind das tolle Projekte. Und sobald sich unser Bundesland daran beteiligt, fände ich es toll, wenn unsere Schule sich als Projektschule bewirbt.